Ein herzliches Willkommen zu einer nächsten Folge von Star Wars The Force Unleashed. Wir sind jetzt hier wieder im Let's Play. Ich versuche das Let's Play jetzt mal wieder häufiger zu bringen. Ich hatte die letzten Male. Deswegen kommt das jetzt. Und auch relativ gelegentlich mal häufiger. Ich habe noch den zweiten Teil. Und jetzt haben wir uns einmal noch ein paar Feinde. Dann ein billiger Typ. Ups, der ging in die Lasertore. Ich registriere einen gewaltigen Energieanstieg. In eurer Nähe muss ein Generator sein. Zerstört ihn. Und die Elektrolanz. Elektrolanzen gegen Lichtschwert. Upsi. Tut mir fast leid. Na, kann sie das auch blocken? Das hat wehgetan, Arsch. Hey! Na, kannst du das auch blocken? Ach. So. Guck mal, eine Kapsel von einem TIE Fighter. Die kann ich nochmal packen. So. Lalalala. Hätte ich damit auch ein bisschen Bowling spielen können. Aber hier haben wir, glaube ich, den Generator. Generator zum Mitnehmen. Müssen wir mal nachschauen, wie der Block funktioniert. Ah, da oben ist auch so ein Megan-Schütze. Ey. Ich verliere gerade ein bisschen Leben. Aber jetzt auch wieder hergestellt. Gott sei Dank. Ey, du mein Freund. Wie geht's dir? Nö, der Typ ist tot. Die arme Landebucht mit den Shuttles. Lambda-Klasse? Zwei von denen sind natürlich schon wieder ein bisschen nervig. So, jetzt. Man kann auf dem Boden so einen Impuls jagen. Ich muss mal nachschauen, wie es geht. Oh, zeig, was du kannst, Soldat. Ihr seid ja eh nur ein bisschen Fußvolk, das ich einfach abschlachte. Damit die Leute das nicht falsch fühlen, natürlich nur als in der Rolle. So denke ich natürlich eben wirklich eben nicht. Na toll, hier. Ich hätte das so vorher wissen können, das wissen wollen. Lebensentzugsaura. Wäre lustig gewesen. Autsch. Also, der gefällt's mir. Oh, da oben ist einer. Hallo. Na, wollen wir das lieber per Angesicht sprechen? Diese armen Truppler. Die werden von allen gemobbt.
Selbst von seinen eigenen Leuten. Scheiße. Tür, geh auf. Hey, das tut weh, Arschloch. Rebellen abschauen. Was? Wuhu, Stufenaufstieg. Hey, ich wollte gerade auch was auf dich werfen, mein Freund. Ihr habt die Flügelmontage erreicht. Die Kommandobrücke liegt direkt über euch. So, gut. Du wirst mich ärgern. So, ich muss mal kurz. Also das. Ja, der Typ will mich wirklich ärgern. Ah, ein kleines Quicktime-Event. Wie? Wie wenig langweilig. Wo müssen wir denn jetzt lang? Wir sind hier, ich vermute mal, Aufzüge. Und zur Info, ich habe es noch nicht gespielt. Ich würde es gerne, aber ich will solche Spiele meistens im First-Time-Let's Play haben und dann kann ich das vielleicht noch ein bisschen nachhinein nochmal spielen. TIE Fighter-Flüge. Ich wusste schon, dass das Massenprodukte sind. So, von welchen Idioten werde ich da abgeknallt? Und das arme das Geschütz ist leider kaputt, ihr Idioten. Ihr mich von angreifen wollt, wo ich beschäftigt war. Mit euren Leuten. Manchmal sind doch verbesserte gute Infanterie nicht viel wert. Ja, das ist schon mal eine Brücke. Oder eine Kommandostation. Ich mag das imperiale Design. Dann mache ich noch mal ein paar Sturmtruppler. Eigentlich mag ich Sturmtruppler. Eine meiner Lieblingsinfanterien. Die Lieblingsinfanterie, die ich in Star Wars habe. Einziges Problem. Aktuell sind wir nichts. Ja. Unbegrenzte Energie. Das ist natürlich richtig lustig. Unbegrenzte Energie. Jedes Mal verwende das Geschütz, du Idiot. Wo sind meine Truppler hier? Hallo, Freunde, wo seid ihr? Guck mal, dein Astromech. Das war mal wieder ein. Oh, man wird euch nicht evakuieren können, meine Freunde. Keiner wird es heute überleben. Was, Sanitäter?
Gibt es in der Imperialen Armee überhaupt? Im Namen von Darth Vader. Hey. Hey, lass mich doch mal jetzt in Ruhe dich umbringen. Und ich bin gestorben. Fuck it. Ich bin noch nicht allmächtig, also ich, besser gesagt, ich kann die Störung nicht. Und wir sind jetzt hier. Ich, kurz gesagt, ich hole mir mal kurz zum Punkt, wo wir vorhin waren. Für mich also wieder ein bisschen Übung. Und nochmal wieder eine kleine Runde Kämpfen mit dem Läufer hier. Bis gleich. Und jetzt sind wir hier. Ich muss ja gerade kurz ein paar Sturmtruppen klären. Da kommen jetzt schon unsere... Die angeblich Nachmieter dieser Anlage hier. Na, beweis, dass du kämpfen kannst, Arschloch. Nicht im Fernkampf, sondern mehr in der Nahkampf. Und du? Was kannst du? Mit deiner Kanone schießen? Hätte mal blocken versuchen müssen. Dann eigentlich kann ich auch blocken. Aber habe ich keinen übersehen. In Darth Vader's Geheim. Ich bin Starkiller. Nicht die Base. Weil, die wurde nur nachher benannt. Hoffentlich. Sonst werde ich sehr, sehr wütend. Das ist der Kampfwort. Bowling. Ach, jetzt ist bemerkt. Ich hab's. Rebellen abschauen. Oh, ein Cephalokon. Geil. Gesundheitsaura gefällt mir. Locke hat eigentlich nichts mehr. Nun wurde da gerade jemand ausgelöscht durch den Laser. Geil. Mir wird angezeigt, dass ein weiteres Lasertor zwischen euch und der Kommandobrücke aktiviert wurde. Sucht seinen Generator und zerstört ihn. In Ordnung. Oh, ich weiß, was ich vergessen habe. Die Machtpunkte zu verteilen. Ey. Das ist Mobbing, als wenn ihr auf mich einschlägt. Ist zwar viel Schirke, aber habt ihr ja nie was von einem, wer ein 1 gegen 1 gehört? Stimmt ich auch noch nicht. Je mehr Feinde ich vernichte, desto schöner. Ich will mal kurz das umschauen. Wo ist denn hier ein Generator? Ah, hier kommen so unsere Freunde. So. Du willst mir heute mal wieder. Oh, wie schade. Keine Sorge. Für dich gibt es keine zweite Chance. Und du da. Lass mich in Ruhe. Denn ich mag keine Minigun. Wir haben noch nicht mal Granatwerfer dran. Und ja, in Star Wars gab es mal Milguns oder Art Maschinengewehre mit mit Raketenwerfer drin. Die Republik hat es vorgemacht. Im Krieg zwischen Sith Imperium und der Republik.
Macht-Upgrades. Ich glaube, da sollten wir uns ein bisschen leveln können. Macht Blitz kann ich noch nicht. Macht Griff. Nein. Ich kann hier nichts machen. Ernsthaft? Macht Stärke? Oh, Stärke auf jeden Fall. Nö, da kann ich nichts machen. Aber Stärke ist schon mal gut. Macht Kombi. Schwertwirbel. Bin ja schon mal durch. Oh, Blitzgranate. Lustig. Können lustige Sachen mal rauskommen. Gefällt mir. Ich weiß noch nicht genau, wie lange ich auch gerade aufnehme. Ich habe ja noch eine Szene drin, wo ich was rausgeschnitten habe. Aber ich glaube, ich mache noch so eine kleine. Und das Tor ist offen. Upsi, da habe ich wohl gerade einen getroffen. Nein, ich wollte den treffen. Hey. Nein. Ah. Oh, Schadenboost. Jetzt muss ich noch was treffen. Hey, wenn wegen euch jetzt runtergefallen, wenn ich jetzt wegen euch nicht meinen X-fachen Kill mache, werdet ihr das bezahlen müssen. Ah, willst du? Treffer! Sonst noch jemand? Wenn ich kämpfen will. Ich bin dabei bin. Hey, ich wollte gerade Bowling spielen. Ich hätte mit ihm mal das ausprobieren müssen. Na, guck mal, wie gut man die einfach so greifen kann. Hey. Nein, den wollte ich gerade verwenden. Mich. Hey. War wirklich. Und einfach jetzt werfen. Wie gut man das kann. Mir gefällt's. Stopp. Jetzt muss ich schon. Es ist soweit. Kota ist direkt über euch. Ich bin bereit. Ja, ich auch. Und wohl, wir haben ganz ehrlich. Ich nehme erst 20 Minuten auf. Ich habe noch Zeit. Das andere hat 5 Minuten ungefähr. Also 8 Minuten, keine Ahnung, so gedauert, also irgendwie. Die Imperiale Werft. Von außen. Oh. Ein Junge. Monatelang greife ich Imperiale an und Vader schickt einen Jungen. Wie schade. Wow, der kann zuschlagen. Uff, muss ich mir merken. Ah, ihr habt ihn auch Schaden gedrückt. Hat Vader dich gar nichts gelehrt? Geometria. Du hast noch viel über die. Du bist stärker als ich dachte. Doch ich kann dich nicht schonen, Junge. Ich schicke deine Asche Lord Vader zurück. Ah!
zick. Wenn ich nur durch dich zu Vader komme, dann soll es so sein. Den Angriff muss er mir mal beibringen. Das war Lord Vader. Ah, ich mag dieses Macht wegdrücken. Leg dein Lichtschwert weg, Junge. Wieso ich gewinne? Die Zukunft gehört mir. Dann willst du nichts ändern. Upsi, da Scheiße. Da muss ich lernen zu blocken. Kann man das blocken? Ich weiß es nicht. Zwing mich nicht, dich zu vernichten, Junge. Will mich doch sowieso. Also. Erstes Mal also hier im Kampf gestorben, schon mal. Wenn ich nur durch dich zu Vader komme, dann soll es so sein. Spricht ein Element, das kennen wir ja schon. Da hätte ich blocken müssen. Oh, ich kann Macht wirken, geil. So, und jetzt versuche ich meinen direkt anzugreifen. Leg dein Lichtschwert weg, Junge. Wieso sollte ich? Ich gewinne. Zwing mich nicht, dich zu vernichten, Junge. Verdammter Sith-Dreck! Oh, fuck. A. Also, gepasst, ja. B. Vader glaubt, er hat dich. Doch ich spüre die Zukunft. Vader wird nicht immer dein Meister sein. Ich spüre nur mich. Auf Nimmerwiedersehen. Das war knapp. Abgeschlossen. Machtpunkte. Oh, so etwas mehr als vorgeschrieben, glaube ich. Holocrons. Hätte ich mal sammeln müssen. Ein herzliches Willkommen zum Ende dieser Folge. So, Entschuldigung, dass diese Folge so ein bisschen rapide endet. Die Mission ist vorbei, aber die Mission hat direkt geendet und uns wurde ein neuer Auftrag hinzugegeben. Das, wie es da weitergeht, seht ihr erst in der nächsten Folge. Deswegen beende ich jetzt hier diese kleine Let's Play-Folge. Wir sehen uns dann erst im nächsten Video wieder. Abonniert den Kanal, falls ihr mehr sehen wollt. Schreibt mir auf jeden Fall, ob ihr das Projekt mehr sehen wollt. Und bis bald und tschüss.